Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge King of Retail. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir schauen mal rum. Was müssen wir denn eigentlich heute machen? Wo ist, drückt der Schuh? In dem Fall trifft es sogar zu den Schuhladen. Ja, ich glaube, hier müssen wir heute optimieren. Das ist der Schuhladen. Das haben wir hier noch. Das haben wir noch nicht gekauft. So, das haben wir hier. Ja, der Schuhladen ist, glaube ich, jetzt so das Sorgenkind. Ja. Gehen wir mal beim Schuhladen vorbei und schauen, wie es da vorangeht. Sehr schön. Ach. Kommt, ja, es kommt Material, sehr schön. Ah, das ist unser kleiner Schuhladen, wie süß. Der war richtig nice, oder? So schön klein. Drüben ist zu. Neulich ist zu. Ne, habe ich gerade aufgemacht. Hallo Peter. So, wie sieht's hier aus? Nicht gut, wie viel kommt eigentlich? Hier läuft schon so kleine Palette. Das sieht nicht gut aus, oder? Na doch, das ist nur das Genoss. Hier sind 30 Paar. Noch einiges hingepackt. Kommst du auch mit? Hallo Liz. Schön, dass du da bist. Aufmachen, damit hier wenigstens die Schuhe da sind. Alles andere passt hier noch. Ja, hier sind noch ein paar Schuhe, die fehlen. Die braunen. Sehr schön. Jo. Oh, hier fehlt auch. Sehr cool. War eigentlich schon fast Vorspul, ne? Wir haben Verkäufer da, wir haben Packer da. Hey, have a minute. Jo. Der Lars, der macht Thank was. You. Ne? Die Jana steht an der Kasse. Mal gucken, was der Laden macht an Umsatz. Ne? Wollen wir rausgehen? Wir können ja rausgehen, oder? Da so ein bisschen gucken. Guten Tag, junge Dame. Thanks. Nicht dafür. So ein bisschen die Leute mal reinbringen. Excuse me. Hey, da ist auch wieder einer. Hi. Spare 2 seconds. Uhr. Thank you. So. Thanks. Nicht dafür. Jederzeit wieder. Thanks. Da ist laufen viele schon rein, ne? Hey, was sind das eigentlich? Das sind Bauern. Also Landwirte, die wollen halt von mir mit, erst klar, sind Fame, ne? Die wollen ein Autogramm. Wegen LS und so. So, schauen wir mal weiter. Stehen kaum noch welche hier, die unterhalten werden wollen. Ne? Jetzt, wo wir sie entdeckt haben, dass sie nur Autogramme wollen. Hier ist noch eine Berühmtheit. Psst. Hallo, Herr Berühmtheit, Herr Scheller. Ne, Herr Schell nur. Kommen Sie doch mal rein, wenn Sie besondere Schuhe benötigen. Oder auch nicht. Ja. Guten Tag, Frau Hopp. Hey, a little help. Hey, thanks. Thanks. Bloß nicht dafür. Haben wir? Ah, ein Verkäufer, der Lars ist noch da. Sebastian macht Werbung. 3 Stück sogar. Thank you. Ah, nicht geschafft. War vielleicht hier? Hey, a little help. Zack. Thank you. Zack. Hi, spare 2 seconds. Zack. Hey. Thanks. Den haben wir. Eine Bäuerin, Tanja Rieger. Hallo Frau Rieger. Schön, dass Sie da sind. Wir werden hier angewumst. Thank you. Nicht dafür. So, dafür geht er auch rein. Das ist gut. 2 Kassen.
Ja, und auch zwei Verkäufer. Ein Packerett. Oh. Ja. Noch nie, echt nicht. Aber wir sind schon länger hier. Mit einer der ersten Läden, der zweite Laden, den ich eröffnet habe. Mit Fahrzeugen mit Ware aus hier drin. Thank you. Nummer 4, ne? Oder? Hey. Lass mich Arzt, ich bin durch. Nie aufgefallen, hey. Echt nicht. A little help. Thanks. Aber ist er so schön orange? Drin sieht es gar nicht so leer aus, so voll aus, wie es hier draußen aussieht. Ja, ich komme. Frau Bär. Ach, leider nicht. Dann schöne Reise, kleine Meise. Ja. Frau Bär war gerade auch schon da, Herr Walz. Die wollte nicht. Wollen Sie denn? Excuse me. Thanks. Nee. Dann gehen Sie hinter Frau Bär her. Die wartet hinten auf den Kaffee. Wer ist das denn hier? Auch Herr Bär? Herr Kron. Die Krone. Brauchschuhe, dann mal rein da. Thank you. Hey. Oh, hier. Zwei Stück. Ja, schade. Ja, schade, dass sie nicht reingehen. Thank you. Oh, der geht rein. Und Sie, Frau Wenzel? Ah, leider nicht. Okay. Thanks. Inrichs. Mandy. Thanks. Sie wollte definitiv. Die brauchte nicht mehr viel. Die wollte nur das Gespräch beenden, damit sie rein kann. Thank you. Bei dem Thema Schuhe schon wahrscheinlich. Na ja nicht. Er wartet nur auf Bier. Schau sie doch gerne mal hier bei Münsterland Shop rein. Wie heißt der nochmal? Ich hab's vergessen. Aber ihr wisst es wahrscheinlich. Ich weiß es gleich auch, aber. Hey, have a minute. Hey. Hab ich den denn genannt? Ich weiß Alzheimer. Hey. Thanks. Ja, rein. Sehr schön, alle am Weg und am Gucken und am. Excuse me. Thanks. Excuse me. Hey, a little help. Thanks. So, was ist das denn, Arbeiterin? Hallo, Frau Kling. Thanks. Nicht dafür. Jederzeit wieder. Oh, machen wir schnell rein. Irgendwas läuft hier. Da wollte jemand, dass wir an die Kasse gehen. Thanks. Hey, can you help me? Thank you. Das könnte auch so voll aussehen durch das Schild, ne? Aber ist doch gut. Voll, wenn es voll aussieht, stellen die Leute sich gerne an, ne? Schön, dass die da sind. Vorbei, glaube ich. Läuft.
Kasse? Nee. Hey, have a minute? Hi, spare 2 seconds. So, geht's ja auch weiter. Thanks. Können wir wieder rausgehen. Hey, so a little help. Thank you. Thanks. Pierre, geht nach Hause. Pierre, ab nach Hause mit dir. Lange nicht frei gehabt wahrscheinlich, ne? Aber wir haben ja einen Verkäufer. Oh, die Tür geht aber wieder zu zwischendurch. Hi. Spare 2 seconds. Thanks. Ja, ich glaube, wir haben einen guten Umsatz gemacht, ne? Die sind wieder weg. Hier aus. Alles verkauft hier. Ah, wir hatten noch was im Lager. Warum haben sie nicht aufgefüllt? Kam nicht durch wahrscheinlich. Tschüss, bis morgen. Naja, wahrscheinlich braucht man nicht mehr in den Laden hier. Mal gucken, was gleich die Übersicht sagt. Vor allem hier die Übersicht. Kasse. Kasse haben wir gut besetzt. Packer ist nur einer nachmittags. Ja, nützt ja nichts, ne? Eine E-Mail. Ich brauche wirklich einen freien Tag. Hauge, nimm dir frei. So. Die Frage, was er war. Wahrscheinlich Packer, oder? Nee. Kasse? Ja, Kasse. Okay. Aber er da oben, hat er so viel frei? Was ist denn heute? Heute ist Donnerstag. Ja, Donnerstag so. Dann müssen wir mal freitags gucken. Da fehlt irgendwie. Donnerstags. Ja, hier hinkommen, ne? Freitags würde ich ihn dann eher in die Frühschicht packen. Ja, passt. Hier sind sie alle da. So wie Kassen haben wir gar nicht. Sonntag wird er frei, wo er es kann. Okay. Oder konnte der noch was anderes? Er könnte Wiederbeschaffung machen, ne? Freitags könnte er. Nee, sonntags. Könnte er hier das machen? Das heißt, wir hätten am Sonntag ihn da, da könnte.
Okay. Und er macht dann. Ich weiß es nicht. War noch irgendwo anders doppelt besetzt. Gucken, wäre doch cool, wenn wir noch was finden. Bei den Kassen. Hier, ne? Ne, da hat er frei. Na ja, okay, das passt von. Eigentlich sind es ja 6. Christine, Jane, Christine, Georg, Patrick, Jane. Ja, aber Jane hat doch hier schon frei, oder? Die hat Jane schon frei. Okay, die braucht keine zweimal frei. Dann machen wir Samstag. Mal Samstag. Dann macht sie die Mittelschicht Samstag. Und er macht Samstag hier. Vielleicht dann eher so. Gucken wir uns mal Samstag an. Und Samstag macht sie frei. Nicht Sonntag. Macht er Samstag frei, so. Ja. Sehr schön. Dann haben wir da Packer auch besetzt. Dann ist der Georg so ein Springer. Wird ja auch diesen einen Punkt noch schnell machen. Das läuft schon. So, jetzt haben wir hier haben wir ein bisschen was zum Level. Ja, hier 2 Punkte. Kann aber nur ein erstmal machen. Luisa. Ach, kann aber keinen machen. Larissa. 10 kann aber keinen machen. Ja, hier müssen wir nochmal auf Schulung schicken. Pierre. Oh. Wenn er besser verkauft, ist doch auch gut. Ne? Wir machen hier nochmal einen Tag. Die Verkäufer wahrscheinlich jetzt mal weg. Ja. So, sieht das jetzt aus heute Morgen? Kurs, Kurs, aber wir haben einen noch da immer, ne? Kasse auch. Kasse sogar gut besetzt. Läuft. Was wir nicht vergessen dürfen, ist die Ware zu bestellen. Das habe ich das eine oder andere Mal schon getan. Okay. Stellung. Was haben wir denn an? Mindestlager. Geht noch, ne? Hinzufügen. Passt. Stellen. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder durch. Was haben wir, können wir uns hier nochmal angucken? 48k Umsatz, echt? Erwarteter Gewinn 6.800, okay. Wir gehen in den Konzern 1.100. Kredit haben wir natürlich nichts. Erwartetes Geld 32. Ist doch nice, ne? Jo. Dann würde ich sagen, das war die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst den Daumen da und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge. Und übrigens, ich habe die Werbung ausgeschaltet. Die gewonnene Zeit könnt ihr einfach in neue Videos stecken. Würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.